Willkommen zu unserer F1 22 My Team Season. Wir sind hier in Monte Carlo Runde 8 und es wird heute richtig hart. Abonniert den Channel gerne für mehr und lasst euch gerne ein Däumchen oben drauf, falls euch gefallen hat. Links über alle unten in der Bio und ja, Monaco natürlich die Strecke schlechthin. Mit unserem Auto kann ich mir eigentlich, ja, Monaco war doch in der Vergangenheit nicht so eine Strecke, wo man ein starkes Auto braucht, sondern eher ein stärkeres, okay, man braucht auch ein starkes Auto, aber man braucht auch natürlich fahrerisches Können und das haben wir halbwegs. 3,3 Kilometer. 19 Kurven und eine DS-Zone, die eigentlich gar nichts bringt. Man braucht hier Mut und vor allem Konstanz, um ja Leute zu überholen und natürlich vermutlich das Qualifying, das Wichtigste des Jahres. Aber jetzt geht es hier mal in die erste Kurve. Ich habe die Schwierigkeit ein bisschen down gedreht, aber ich, Psychopath, habe natürlich den Schaden on gelassen. Also es kann auf jeden Fall sehr spannend werden im Rennen. Wundert euch nicht, falls die Zeiten jetzt nicht so euren entsprechen. Ich fahre Standard nur auf Schwierigkeit 78 und hier fahren wir nur auf 68. Also ich weiß nicht, das Game ist einfach ein Wahnsinn. Wir haben ja deswegen auch Lila im ersten Sektor, auch wenn manche sieht, dass ich kein Monaco-Profi bin auf jeden Fall. Ich habe fürs Rennen dann die Schwierigkeit komplett auf 70 raufgedreht, weil ich kein guter Qualifier bin, gerade in Monaco. Da ist halt eine Runde hier richtig wichtig. Der Exit hier war eigentlich okay, der ist auch für die Strecke ziemlich wichtig, muss man sagen. Oder beziehungsweise für die schnelle Rundenzeit. Die Kurve hier mag ich gar nicht. Meiner Meinung nach könnte man die Vollgas durchmachen. Würde man vielleicht hier auch ein paar andere Überholmanöver sehen, vielleicht auch eine andere Kurvenvariante. Es wird immer wieder ein bisschen spekuliert, dass die Strecke zu langweilig ist, dass man hier was ändern muss, sonst fällt sie aus dem Kalender. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man da auf der einen oder anderen Seite unbedingt was ändern sollte, sonst, ja, sie ist zwar nicht zeitgemäß, muss man sagen, aber natürlich ist sie eine, ja, Perle der Vergangenheit, die, ja, wir haben es hier irgendwie in die Top 7, glaube ich, geschafft. Wie gesagt, natürlich ist sie eine Traditionsstrecke schlechthin, aber wir gucken hier mal auf den Startgrid. So, Max Verstappen, Start von der Pole-Position, wer denn sonst? Sainz dahinter. Kein Charles Leclerc in der ersten Startreihe, das wundert mich aber. Wenn ich den nicht am Podium sehe, dann vergesse ich wirklich alles, aber ich glaube, wir erleben es das erste Mal, dass kein Leclerc das Rennen gewinnen wird. Leclerc auf 3 und Hamilton, dann haben wir Giorgi und Russell. Und dahinter dann wir auf dem 7. Platz vor Valtteri Bottas. Alonso und Norrie teilen sich da die 5. Startreihe. Ocon und Vettel. Dahinter Mick Schumacher und Yuki Tsunoda. Und auf der 15 haben wir Joe und Ricciardo, Albon und Magnussen, Stroll und Liam Lawson. Und in der letzten Startreihe Latifi und Gasly, der eine Strafe hat. Gasly hat eine Strafe. Ist natürlich klar, Latifi hat keine Strafe. Latifi ist immer so schlecht. Ja, es gab auch die Woche vieles, alles rund um den, Piastri Gate. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Silver Season ist voll im Gang. Schaut unbedingt gern auf meinem TikTok-Account vorbei, it's_tobi, da wird vieles gesagt. Aber wir starten hier mal rein, die 5 Rundenlichter gehen aus, der Start ist sehr wichtig, weil dann folgt ein langes Hinterherfahren und unser Start war unnormal schlecht. Wir kommen gar nicht weg vom Platz und jetzt kommt rechts da auch so ein BWT, aber wir können uns hier irgendwie neben Russell setzen und lassen uns im Windschatten hier von Paris ein bisschen den Berg hochziehen, was gar nicht funktioniert. Aber ja, natürlich ist jetzt auch Russell vorbei, das jetzt gar nicht gut ist. Wir können vielleicht unten kontern. Ja, ich wollte ein bisschen außen gehen, aber da bin ich einfach viel zu weit gegangen. Und hier staut sich es ein bisschen. Bei Russell geht es noch nicht ganz. Ist natürlich jetzt doof, dass wir den Platz gegen Russell verloren haben. Aber hier rein, das habe ich nämlich dieses Jahr gesehen. Schaut mal, wie gut das geht. Er muss zwar ein bisschen bremsen, deswegen auch gelb. Aber man kann hier unnormal gut reinstechen. Und das ist so unerwartet für die KI, weil die einfach nicht damit rechnen, dass da jemand reinsticht. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt auf dem 6. Platz. Und ich denke mal, da werden wir jetzt auch lange verharren müssen, bis dann hoffentlich kein verbockter Boxenstopp kommt. Jetzt hier nochmal die 5 roten Lichter für den Start. Gucken wir uns das Ganze mal an. So, da. Ja, man sieht auf jeden Fall, Verstappen kommt nicht so gut weg wie die Ferrari. Aber ja, reicht trotzdem, um die kurze Geraden da wegzukommen. Der Alpine musste ein bisschen zurückstecken in der ersten Kurve. Man hat dann noch mehr Plätze verloren. Ich glaube, 2 Plätze noch verloren. Also, das war nicht so
klug, da nebeneinander reinzugehen. Hier bin ich ein bisschen zu weit gegangen, also zu weit rausgegangen. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wir haben uns da berührt hinten und da wollte ich schon mal reinstechen. Ging natürlich nicht. Ich war da viel zu spät, eben weil meine Pace da nicht ganz so okay war. Aber hier finde ich ziemlich cool, hier neben George Russell, der kann da auch nicht kontern, muss man sagen. Wir sind in der fünften Runde und natürlich immer noch hinter Checo Perez und vor George Russell. Also da hat sich nicht viel geändert und da wird sich, denke ich mal, auch nicht viel ändern bis zum Boxenstopp, weil wir einfach nicht drankommen. Kaum sind wir in seinem DRS-Fenster oder nah dran, passiert schon wieder eine Scheiße oder passiert wieder ein Quersteher oder so. Es ist einfach sehr, sehr schwierig zu fahren, deswegen kommt der Undercut gegen die Spitze. Gucken wir mal, ob der funktioniert. Vielleicht ja, schaffen wir es da. Perez ist nicht weit weg. Hamilton ist nicht weit weg. Perez auch nicht. Und ich denke mal, wenn die alle so ein bisschen im DRS, also sowieso im Hinterherfahren drin sind, kann ich mir gut vorstellen, dass wir es vielleicht schaffen könnten, vor Hamilton oder vor Perez zu kommen. Und das würde ich mir auch wünschen. Natürlich, vorausgesetzt, wir schaffen den Boxenstopp jetzt ordentlich und es kommt da kein Patzer von unserer Boxencrew. Rein geht's in die Box. Zack. Ja, das war ordentlich. 2,4 Sekunden Standzeit, das ist okay. Ich meine, ist ein bisschen sehr lang für Lila, für 2,2 bis 2,5. Und wir schaffen sogar auf den letzten Platz rauszukommen. Jetzt, da, Liam Lawson, der kommt da genau vor uns raus. Das ist natürlich genau das, was ich nicht wollte. Mit diesen ja, kalten Reifen jetzt auch noch gegen den Teamkollegen kämpfen zu müssen. Und der macht es uns jetzt wahrscheinlich auch hoffentlich nicht allzu schwierig, hier vorbeizukommen. Naja, die Reifen sind zu kalt. Ich merke beim Beschleunigen, dass das Auto quer geht oder dass das Auto sehr rutschig ist. Hier ditchen wir ganz leicht an die Mauern und Liam Lawson. Ja, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich wollte jetzt auch nicht zu aggressiv rangehen. Aber, na natürlich, es ist der Druck da. Die ersten stoppen jetzt sicher. Und wenn wir da jetzt noch mehr Zeit verstreichen lassen, dann werden wir es nicht schaffen, vorbeizukommen. Oder dann werden wir vielleicht noch mehr Plätze verlieren. Russell war ja auch nur ein, zwei Sekunden weg. Und ja, die freie Fahrt läuft nicht so, wie ich mir die vorgestellt habe. Ich dachte mir, wir kommen da meilenweit hinter dem letzten raus und werden dann einfach kämpfen müssen. Und das ist leider nicht so. Wir werden dann einfach nur ein paar schnelle Runden fahren müssen. Und ja, so ist es leider nicht. Die gehen noch immer noch nicht in die Box. Die ersten zwei, das ist natürlich gut für uns. Aber dahinter, Hamilton ist in die Box gegangen, Bottas ist in die Box gegangen. Und auch, ich glaube, Checo ist in die Box gegangen. Ja, und der ist auch schon ganz, ganz vorne bei der Boxenausfahrt. Ja, ich dachte mir zuerst, Latifi wird auch abbiegen, aber macht er nicht. Jetzt geht es im Windschatten ein bisschen länger entlang und gucken wir mal, wo rauskommt. Hamilton ist mal vor uns rausgekommen, aber, meine Lieben, ich glaube, Perez war noch nicht in der Box. Gucken wir uns mal die Replay an. Hier kommen wir im Windschatten ein bisschen an Latifi dran. Und da gehen wir dann einfach rein. Ja, ich weiß nicht genau, warum das keine Track Limits waren, aber es hat anscheinend gereicht. Das war sehr, sehr gut. Und in Runde 10 hier, bis Runde 10 ist nichts passiert. Wir haben es hier vor Checo Perez rausgeschafft. Und jetzt gucken wir mal. Wir werden an Hamilton uns ein bisschen dran arbeiten müssen. Und da sind wir jetzt auch schon. Genau in der gleichen Sequenz wieder. Wir sind hinter Hamilton rausgekommen, aber vor Checo Perez. Hamilton ist jetzt nicht allzu schnell, gerade auch so generell. Die Mercedes, ich glaube, das ist ein Team, mit dem ich kämpfen könnte. Die Red Bulls und vor allem die Ferrari sind unnormal schnell. Aber natürlich, ich meine, wir sind ein Neulingsteam und dass wir überhaupt da vorne mitfahren können, kann ich mir gut... Ja, ich weiß natürlich, ich habe die Schwierigkeit weiter runter gedreht. Aber generell, dass wir da vorne auch auf der normalen Schwierigkeit mithalten können, manchmal gegen Russell, manchmal gegen Hamilton, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ich finde es auch cool, dass man die erste Kurve unnormal schneiden kann. Ich meine, ich gehe immer vom Gas runter, aber dass man die unnormal schneiden kann und einfach nichts verliert. Salam! Und jetzt sind wir im DRS-Fenster zu Lewis Hamilton, aber es reicht vermutlich wieder nicht. Und unsere Reifen sind natürlich ein bisschen älter wie die von den Mercedes und wie generell von allen, weil natürlich die viel später gestoppt haben. Also das kann auf jeden Fall nach hinten losgehen, was ich hier vorhabe. Unser Turbolader und vor allem unser MGUH, die sind schon ordentlich lidiert. Wir werden nach dem Rennen vermutlich ein bisschen was wechseln müssen, aber nicht allzu viel. Wir wissen ja, wir haben erst vor ein paar Rennen, nach dem vierten Rennen, nach Australien, nein, das war das
vierten Rennen, dritten, nach dem vierten, glaube ich. Nach Australien mussten wir den Motor wechseln, weil er der gerocht hat, wie weiß ich nicht was. Der hat jetzt schon wieder 48%. Aber wir haben natürlich auch dazwischen Spanien gehabt und jetzt auch Monte Carlo. Getriebe, finde ich, hat gar keinen Verschleiß. Dafür generell diese anderen Sachen. Das ist auch vermutlich der Grund, warum unser ES so schnell weg ist, weil eben der Turbolader auch jetzt lädiert ist. Wir sind in der 17. Runde und immer noch hinter Lewis Hamilton, aber wir sind ganz, ganz nah dran. Das kann echt gut sein, aber auch ganz nah an der Spitze generell. Also Russell hat ein bisschen abreißen lassen, also nein, der ist von Perez überholt worden. Und ja, auch die Zweiggruppe natürlich beim Kämpfen haben die ein bisschen verloren. Der Exit hier war okay, natürlich den Reifen geschuldet, aber auch meinem fehlenden Talent für Monaco. Wir kommen hier an Lewis Hamilton dran. Wir kommen hier dran, natürlich werden wir nicht reinstechen können, aber, und es reicht hier, er vertut sich hier, und wir kommen hier auf den vierten Platz. Ich meine, es ist kein Podium, und das will ich jetzt auch gar nicht vermutlich haben, also wir wollen schon, aber ich glaube, das Podium ist einfach nicht drin, weil die Spitze einfach zu krass ist. Sainz führt gerade an, Leclerc Dritter, beide Ferrari wieder drauf, die Konstrukteurswärme, denke ich mal, ist jetzt schon gelaufen für Ferrari, also für Red Bull. Ferrari wird die, denke ich mal, locker gewinnen. Die haben alles in Grund und Boden gewonnen. Die kompletten ersten 8 Rennen. Jedes Mal ein fucking Ferrari auf dem Podium. Einen Sieg geholt. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Unsere Reifen sind doch okay. Wir sind in der letzten Runde. Wir sind zwar an Leclerc dran, aber ja, ich meine, die Reifen sind so durch, wir rutschen hier, guckt euch das mal an und da kommt noch ein Fehler, aber wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass dieser Fehler in der letzten Runde kam und vor allem, dass wir hier keinen Reifenschaden haben. Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken, DRS bekommen wir noch wegen Leclerc, aber es sollte reichen. Wir gewinnen zwar nicht, werden auch nicht am Podium zu sehen sein, aber wir werden immerhin Vierter. Das ist, denke ich mal, auch ein sehr großes, fast ein Sieg für uns. Der Fahrer des Tagestitel gibt leider keinen Punkt. Wäre auch cool, wenn der einen Punkt geben würde, aber ich denke mal, dann würden die Fans oder die Fahrer mit den meisten Fans auf der Welt, würden dann vermutlich, da immer wieder, so Fahrer wie Hamilton, würden vermutlich dann, oder auch so Fahrer wie Verstappen, Hamilton oder auch Alonso, Vettel, die würden dann vermutlich immer wieder gewinnen und generell die Leute, die dann eher unbekannter sind, wie die Fahrer hinten oder bei Williams und so, Albon ist auch berühmt natürlich, aber auch so ein Guan Yu Zhou, den man eigentlich ja nur so von der Formel 1 kennt, würden da keine Punkte bekommen. Ich denke mal, das ist schon okay, dass man da keinen Punkt dafür kriegt. Ja, will wieder Stress hier, Carlos Sainz Jr. gewinnt den großen Preis von Monte Carlo. Ich denke mal, das ist noch ein großer, einfach nur magisch, hier zu gewinnen. Das muss schon ziemlich schön sein. Gerade in Monte Carlo eine Strecke, die ordentlich bockt. Das glaube ich war aber nicht Albert, für die hat ein bisschen zu viele Haare. Aber egal. Die Frau ist auch überall und ich glaube, die hat Drillinge oder sind. Ah, sogar Vierlinge sind das. Ich meine, man hätte sich da ein bisschen mehr Mühe geben können, aber egal. Ich meine, man sieht je nur ein paar Sekunden und das dachte ich vermutlich auch eher. Wie steht ihr zu Portimao? Schreibt es gerne in die Kommentare. Soll ich da eine Hotline mal bringen auf TikTok und so? Schreibt es auch gerne unbedingt in die Kommentare. Ich würde es unnormal feiern. Wir werden da vielleicht am frühen Wochenende mal eine Hotline bringen. 6 Sekunden waren wir da schlussendlich von Carlos Sainz weg. Der war eine andere Liga. Natürlich jetzt auch geschuldet nachher mit dem Flügelschaden mussten wir ordentlich am Pace zurückstecken. Aber generell, wir waren bei der schnellsten Rennrunde nicht so weit weg von Verstappens. Es war nur 1,5 Zehntel, also da ist schon ordentlich Pace drin gewesen. Aber natürlich muss man auch realistisch bleiben. Wenn ich wieder die Schwierigkeit drauf drehe, also bei Chan, die ich immer habe, dann werden wir vermutlich dann wieder im Endresümee so 7. 8. Platz sein und nicht mehr 4. Platz. Aber es ist natürlich Monte Carlo, da bin ich kein großer Fahrer von und deswegen, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, auch wo Liam hingekommen ist. Das werden wir uns auch gleich nochmal angucken. Wir sind auf jeden Fall in der Fahrer-WM 89 Punkte hinter Leclerc, aber interessanterweise nur 10 Punkte hinter Checo Perez, weil wir den die letzten Rennen immer wieder mal besiegen konnten. Konstrukteurs-WM sind wir auf einem stabilen 4. Platz, der wichtig ist, der auch am Ende des Jahres ordentlich Kohle bringen kann und das werde ich natürlich hoffen. Sola! Aber ich glaube, ich gehe nicht mehr fliegen lassen hier. Nein, es tut mir leid. Er ist noch ein bisschen weit vorne, aber wir sind auch schon Level 7. Wir sind langsam im Aufholen und unser Level 10.
bringt uns einen zweiten Sponsor. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Mehr Kohle, Woche unvermutlich und natürlich auch generell. Also wir bekommen mehr Kohle. Das ist sehr, 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 sehr gut für unser Team. Gerade wir nagen ja eh immer so ein bisschen am Hungerbrett, oder wie das heißt. 1,7 Millionen oder dann vielleicht sogar 2 Millionen in der Woche. Wem nehmen wir hier als Rivalen? Das ist sehr, sehr schwierig, weil beide werden uns im Qualifying abziehen. Aber ich habe mal George genommen, weil der im Game ein bisschen schwächer gemacht worden ist. Wir gucken mal ein bisschen. Und Shark sieht schon ziemlich gut aus. Wir müssen nur an einem Wochenende mehr Punkte als unser Team in der Rangliste vor uns. Das ist Williams holen. Und ich denke mal, das schaffen wir. Also Williams holt ja fast nie Punkte. Wir können da schon öfters punkten. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Ich habe ein paar Sponsoren draufgeklebt. Endlich, wir durften das endlich mit dem zweiten Mal. Hier sehen wir das auch nochmal in Schnellverfahren. Sharky vorne, dann Echo auf der Seite. Ein bisschen in Schwarz, dass man es nicht unbedingt erkennen muss. Auch hier, den habe ich in so ein cooles Dunkelblau, wollte ich dafür PSD. Hier wird dann nochmal das Echo drauf kommen und das Shark. Also der Shark wird auch so ein Hauptsponsor, da gibt es auch viel Kohle. Schaut gerne auf Witz-Tobi auf TikTok vorbei, aber auch gerne auf AT-Gaming auf Instagram. Hier nochmal den Shark drauf und dann das PSD. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert den Channel unbedingt gerne. Morgen kommt das nächste Mal Team oder übermorgen und schaut auch auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao.